Willkommen wieder, Leute. Guckt euch das mal an, ha? Schicke neue Outfits haben wir uns mal wieder zugelegt, beziehungsweise ein bisschen was abgewandelt. Und wir werden heute ein bisschen was in Kolonie 9 und in Kolonie 6 erleben und eventuell dann auch schon aufbrechen zum nächsten Gebiet. Sehen wir mal, wie gut wir vorwärts kommen. Seht euch diese Designs an, irgendwie schon ganz witzig. Jetzt haben wir hier den richtigen Titanenstil komplett und diese Klinge, die muss ich einfach als Design auswählen, die irgendein Monster mal gedroppt hat. Passt einfach perfekt zusammen. Und hier, ja, das sind noch ein paar Tattoos hier an den Armen. Und das hier fand ich ja auch eine ganz nette Kombination mit Titan plus Magna plus Resort plus Kolonie. Ganz schön wilde Kombination, aber es funktioniert irgendwie. Es passt farblich gut zusammen. Aber wie auch immer, ihr wisst, wir haben zu tun. Ich hab's ja schon gerade gesagt. Erstmal haben wir anscheinend auch neue Quests, wie ich hier gerade sehe. Moment mal, wo bist du? Hallo. Ah ja, ich glaube, wir können einfach nach oben gehen. Wollen wir nochmal sehen, wer sich da oben aufhält. Ansonsten können wir wirklich eine ganze Menge heute abgeben. Da freue ich mich auch schon drauf, ein bisschen mehr Progress. Ich muss euch etwas erzählen. Ich denke, ich weiß, was mit meinem Sohn geschehen ist. Es scheint, als hättest du Sorgen. Jemand hat einen Teil seiner Ausrüstung gefunden. Als ich das sah, war mir klar, dass er tot sein muss. Ich kann nicht mal seine Überreste bei Jonas anvertrauen. Ich wünschte, ich wüsste, wie weit er gekommen ist. Wahrscheinlich liegt irgendwo da draußen der Rest seiner Sachen. Mein Sohn wollte zum Kopf von Mayones reißen. Törichter Junge. Ich habe keine Ahnung, wie weit er gekommen ist. Es wäre schön, wenn ihr mir seine Habseligkeiten bringen würdet. Oh, sieh mal einer an. Anscheinend habe ich schon zwei davon gefunden. Da fehlt nur noch das krumme Gewehr. Alles klar. Ich danke euch vielmals. Das Schicksal meines Sohnes zu akzeptieren fällt mir nicht leicht. Aber dank eurer Hilfe kann ich nun wieder nach vorne schauen. Gebt Acht auf eurer Reise. Das kriegen wir doch alles gebacken. Wir können hier anscheinend auch tauschen, aber gut, das meiste ist noch recht trivial. Später wird tauschen noch ein bisschen wichtiger. Aber das kommt auch schon alles bald zum Einsatz. Die Mechanik wird bald schon ein Stück wichtig sein. Huch, was ist mit dir hier? Ihr habt sie toll gemacht, wirklich. Ja, ich wusste nicht, dass Irrsinnsminze so fies stinkt. Da falle ich ja schon fast vom Geruch in Ohnmacht. Könnt ihr nun bitte zu Papa laufen und ihn rufen? Überlasst den Rest einfach mir. Oh Gott, nein. Tauschen, oh ja. Die schwache Ramme. Prototyp-Helm, okay. Ah, und hier haben wir zum Beispiel, teilweise hast du Rare Drops. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt diese nervige Irrleuchtsaft-Quest, wo ich Ewigkeiten gebraucht habe für 5 Stück. Ganz im Ernst, die droppen das fast nicht. Und man konnte bei den Lager einfach Irrleuchtsaft eintauschen, was deutlich leichter ist. Nur so ein kleiner Tipp, achtet da hin und wieder mal drauf und guckt mal, was euch die Leute so anbieten, weil Rare Monster Drops sind dann schon wirklich schön, wenn das mal mit getauscht wird hier. Das sind so die Highlights, wo man sich auch wirklich einfach das Spiel ein bisschen angenehmer gestaltet, wenn man gute Tauschpartner für solche Sachen hat. So, oh Gott, das kann jetzt was werden mit dir. Hey. Was, Paola ist in Ohnmacht gefallen? Oh nein, mein armes kleines Mädchen, ich muss sofort zu ihr. Ich danke euch, dass ihr mir Bescheid gesagt habt. Naja, ob der Plan aufgeht, ich weiß ja nicht. Es wird irrsinnsmützig wieder so seltsam. So wie es aussieht, hat sie mir nur etwas vorgespielt. Wirklich böse sein kann ich ihr jedoch nicht. Ich habe durch meine Arbeit kaum Zeit mit ihr verbracht, aber das wird sich von nun an alles ändern. Was kümmert mich Curry, wenn es um das Wohl meiner Tochter geht? Jawohl, also doch ein positiver Ausgang, weil ich es immer noch seltsam finde, dass sie so ein Hilfsmittel benutzt, um in Ohnmacht zu fallen. Ist schon sehr weird. Ich meine, ob das die passende Message ist, ich weiß ja nicht. Ach guck, bei ihr hat jetzt zum Beispiel auch Unkor-Riechsalz, ne? Da hast du einfach so ein paar Sachen. Da weiß ich, die brauchst du in bestimmten Quests und es ist einfach immer gut, wenn du weißt, hier gibt es einen Tauschpartner dafür und das macht dir alles deutlich einfacher. Ist schon angenehm, oder? Wenn man das einfach mal weiß. Und das ist immer gar nicht so einfach, hier noch alle zu finden und was weiß ich. Es gab irgendwann, glaube ich, mal doch eine sehr gute deutsche Xenoblade-Zeit, aber ich habe die nicht mehr auf den Schirm. Ich weiß nur, dass ich früher die mal zu Hilfe gezogen habe irgendwo, als ich noch so für mich gespielt habe. Weil der Wiki, den finde ich tatsächlich teilweise etwas fragwürdig. Aber ich weiß, es gab mal eine sehr gute Seite auf jeden Fall. Aber egal.
Oh, wie schön, das sind doch nicht etwa morgen Hortensien. Das sind meine Lieblingsblumen. Ihre Blüten sind so wunderschön. Ich werde sie zu starken und resistenten Pflanzen großziehen. Ja, das war die, die sich mehr Sorgen um ihre Blumen gemacht hat, als um ihre lieben Mitbürger, die bei Mecker und Angriff ums Leben gekommen sind. Danke dafür im Übrigen. Aber gut, wer kennt sie nicht? Das sind so die ganz typischen Bürger, oder? Das ist wahrscheinlich einfach der Standard. So, ach, was sind schon meine Nachbarn und meine Mitmenschen hier? Egal, es geht nur um meine persönlichen Dinge. Da hilft's auch nicht, dass es sowas Schönes wie Blumen sind, aber ich finde diese Grundeinstellung einfach so falsch. Tut mir leid, das ist einfach... So. Wie kann man bitte schön an sowas dann eher denken? Das war vom Moment so unfassbar unpassend, wenn wir diese Quest angenommen haben. Ah ja, sehr gut. Um 12 Uhr stehst du hier rum, hm? Ryan und du seid ja wirklich beste Freunde. Und Ryan ist auch total nett, das habe ich gar nicht gewusst. Na gut, dann gehe ich jetzt zu Paola. Für sie müsst ihr aber noch bessere Freunde werden. Wenn nicht, glaubt sie euch ganz bestimmt nicht. Tja. Du bist ja lustig, ja? Die, wo ich den Scherz gemacht habe mit dem der Three Houses Diskussionsrunde. Meistens geht es ja nicht so aus wie hier, ne? Da einigt man sich nicht so einfach, ja? Da gibt's Stress. Ich sag's euch. Oh Mann. So, also gut, also. Ja, hätten wir gleich die andere Quest erstmal annehmen können. Das wäre vielleicht praktischer gewesen. Moment. Jetzt bist du im Totenwinkel. Narine sagte, ich soll mich selbst überzeugen. Wovon denn? Davon, wie gut die Jungs sich verstehen? Ja, sie hat recht. Schurk und Ryan sind echt die allerbesten Freunde. Ich bin ziemlich neidisch auf euch. Ich wünschte, Narine und ich würden uns auch so gut verstehen. Vielleicht ist es aber auch bloß so ein Ding zwischen Jungs. Können Mädchen auch so eng befreundet sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Falls es doch möglich ist, dann beweist es mir. Naja, das wird schwer möglich sein, ne? Aktuell. Mädchen können genauso gut wie Jungs befreundet sein? Ja. Boah, nervt ihr mich gerade, ne? Brauche ich jetzt ernsthaft? Ich glaube, wir brauchen unser liebes nächstes Teammitglied, um die Quest zu beenden. Anders kann es ja nicht gehen, ne? So. Ich wüsste nicht, was der andere alternative Ausgang hier wäre. So, okay, da müssen wir noch was finden, ne? Ja, zwei weibliche Gefährten haben wir ja noch gar nicht. Deswegen kriegt man wohl auch die Ohnmacht 4. Hab mich schon gewundert, weil das eine verdammt gute Belohnung ist. Also das wäre absolut insane, wenn man das so früh bekommen könnte. Da müssen wir noch was abgeben. Ach ja, der Juwelenonkel. Wir kriegen jetzt bald die mobile Ätherschmiede. Das heißt, wir können dann einfach unterwegs unser Zeugs zusammenschmieden, was natürlich nochmal viel cooler ist. Das ist eine sehr coole Belohnung. Dafür müssen wir zur Kolonie 6. Aber wenn wir schon dabei sind, dann... Ich mach mal ganz kurz das hier noch, das sollte ja relativ easy sein, oder? Das Andenken an den Sohn, da müssen wir, glaube ich, nur kurz zur Tefra-Höhle rüber. Ah nein, beides bei Jonas, echt? Dahin sogar? Ach, da oben? Na, das ist ja wirklich weit weg. Wir hätten ja auch noch besondere Monster zu verkloppen, also insofern, es gibt auf jeden Fall was zu tun. Sag mal, da kommst du von hier aus garantiert nicht hin, ne? Auf der Minimap sieht man dann ja mehr. War das eine Höhle, die da oben angrenzt? Das kann tatsächlich sein. Es gibt hier nur sehr, sehr fiese Feinde. Von daher würde ich da... Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich habe es gerade eben noch gesagt. Runter! Oh boy. Ich glaube nicht, dass es da eine Verbindung gibt. Wie lange willst du mich eigentlich verfolgen? Okay, danke. Jetzt war ich doch so ein bisschen baff, wie lange das gerade ging. Aber Tatsache, man muss anscheinend darüber. Die Frage ist, nee, man muss wahrscheinlich da drum rum. Aber ich habe eh keinen Reisepunkt, also wir könnten schon auch da drüber gehen. Es ist ein bisschen wahnsinnig, das zu tun, aber von mir aus. Ja, ein bisschen wahnsinnig ist gut gesagt. Okay, rennt um euer Leben, Leute. Rennt um euer Leben, oh Gott. Rennt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Echt eiskalt noch vorbeigerannt, wow. Cool. Hat ja doch geklappt. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Naja. Gott, was sind das für wilde OP-Affen, bitteschön. Warum sind eigentlich immer Affen so OP in diesem Spiel? Kann mir das jemand sagen? Aus irgendwelchen Gründen, ne? Seid ihr immer die High-Level-Leute hier.
Na, das hat ja wunderbar geklappt. Schön vorbeigemogelt. So, dann gehen wir mal nach oben und gucken mal, was wir da machen können. Dass wir die Quest auch mal abliefern. Ich wünsche mir irgendwie einen Schnellreisepunkt. Hallo Spiel. Ich bin mir auch ziemlich sicher, hier ist bestimmt noch einer irgendwo in der Nähe. Da oben ist bestimmt ein besonderer Gegner, wenn ich das so sehe. Also dieses rote Ausrufezeichen. Könnte sein, dass wir da noch einen haben. Wir haben ja echt mehrere Herausforderungen angenommen und ich würde die ganz gerne abschließen. Oh Gott, ich weiß, was für eine Quest das hier ist. Ja. Es involviert einen besonderen Gegner. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich den schon besiegen kann. Diese Zanger hier sind ja alle total low level. Nette Straße im Übrigen. Nur seltsam, dass dann hier nichts los ist, ne? Hat man so eine schöne Straße. Aber man sieht auch, es gehört zu irgendwelchen Ruinen. Das ist damit wohl aufsichert. Schreien Daksha. Ah ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da ein fetter Feind spawnen kann. Lass mal sehen. Die meisten kriegen an der Stelle wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Du bist auf unserem Niveau, oder? Oh Gott, ich habe keine Gruppenleiste. Das ist allerdings schlecht. Mach das mal Zielzangen drauf, bitte. Immerhin haben wir umwerfen schon mal. Ist ganz gut. Nochmal die physische Verteidigung erstmal runter. Bisher sieht es eigentlich ganz solide aus, aber mal gucken, wann die Situation eskaliert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, so viel dazu. Ich kann nicht mal kombinieren gerade. Oh mein Gott, ich habe gerade in den Moment reingedrückt, ey, hoch. Gott, oh Gott, das hätte so eskalieren können. Ich würde ganz gerne eigentlich dich zum Schwanken bringen erstmal, ne? Ich habe hier keine andere Wahl, als danach zu wechseln. Dann soll Schulk das machen. Ich überleg gerade, Moment mal. Panik tilgen. Ja. Ist sogar erstmal in Ordnung. Verdammt, Schala ist zu weit weg gewesen, aber egal. Ja, du solltest erstmal bitte alle healen, okay? Kriegen wir eine Verlängerung? Warum kriege ich nie in besonderen Fights eine Verlängerung? Why? Ja, wir konnten ihn gerade umwerfen und das war an sich schon ganz solide, was wir gerade getan haben. So, Himmelsodem drauf. Gucken wir mal. Bin ganz froh, dass Schulk immer schön da hinten bleibt. So, umgeworfen. Sehr gut. Zielzwang drauf. Okay. Warte noch ein bisschen. Ich will das, wenn dann in einer Chain Attack benutzen später. Oh verdammt, ich wollte eigentlich... Nein, ich wollte noch jetzt nicht benutzen. Idiot, ich dachte, ich habe gerade die Chain Attack schon drauf. Wow, dadurch... Wow, weil das jetzt dazwischen kam. Was für ein... Naja, egal. Ist gerade halb so wild eigentlich. So viel dazu. Ich hämmer mal drauf, weil das Ding wird sonst gleich wieder agieren. Können aber genau das gleiche machen wie auch schon zuvor. Schulk soll es zum Schwanken bringen, auch wieder das hier erstmal. Gefällt mir besser. Jo, wir sollten ja tatsächlich ein bisschen safe spielen, lieber mal. Ne? Na also, geht doch. Wunderbar. Dann kann ich dich ja sogar umboxen. Ich könnte sogar Unmacht noch drauf klatschen. Ich würde aber lieber Schützklinge benutzen von der Seite. Nice, okay.
Kannst du noch einen Mutschuss raushauen? Ich würde ganz gerne noch ein bisschen Auto-Attack-Spam hier draufhauen. Ich glaube, ich stehe gerade am günstigsten. Jo. Das war halt von der Spezialanzeige bzw. Gruppenleiste ordentlich abgehen. Das ist ja immer nochmal wichtig. No? So, physische Abwehr runter. Umgeworfen nochmal. Sehr gut. Wir chainen den gerade so ein bisschen rein. Immer ganz cool, wenn du da ein bisschen abgehen kannst. Ich glaube, dann können wir unsere Chain Attack benutzen zum Finishen, oder? Da, dass ich keinen Ungleichen drin habe, aber egal. So, das wird jetzt ein Finisher sein, oder? Sehr gut, kannst neutral weitermachen, das freut mich. Dann kann sie nämlich auch so weitermachen. Oh, keine Verlängerung zum Schluss, aber egal, wir haben ihn so oder so. Ja, nice, das war ein schöner Kampf, das hat Spaß gemacht. Das war genau auf unserem Niveau und wir kriegen dafür ein paar schicke Sachen. Bin mal gespannt, was wir damit machen können. Riesenvolkspiegel, okay. Ja, Riesenvolk, ne? Das ist also eine Riesenruine, kann man sich ja schon zusammenzimmern, so, ne? So, dann holen wir uns das Ding mal, weswegen wir eigentlich gekommen sind. Das hier war ja jetzt eigentlich nicht wirklich der Plan, aber es war ein cooler kleiner Fight, klar. Ja, Spaß gemacht und wir haben hier die Chain Attacks jetzt nicht super offensiv genutzt, alle. Aber es passt schon. Ich ärgere mich nur immer, wenn wir keine Kettenverlängerung bekommen in solchen Fights. Das wird sich später aber auch ändern, sobald Schulk dann mal seine Kettenverlängerung noch mit drin hat, als Talent auch, ne? Oh Gott, da musst du aufpassen. Das Ding ist ja glücklicherweise nicht so aggressiv. Oh. Meine Güte, wo ist denn ihr Sohn bitte schon entlang gerannt? Da gibt es tatsächlich eine Höhle? Oder ist das jetzt ein geheimer Platz? Das könnte noch sein. Ja, richtig gut, die Siedlerfernsicht. Cool, ist auch schön, hat man Sicht auf die Brücke und so. Alles ganz cool, ah ja, und hier könnte man ins Wasser springen. Das ist nicht der schlechteste Schnellreisepunkt, er liegt nur sehr seltsam. Wir haben jetzt noch besondere Gegner, wie gesagt. Ich würde die auch, dich würde ich nicht jagen, Hilfe. So, erstmal nach vorne rennen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Turn around. Oh Gott. Wenn immer diese riesen Dinger da rumstehen, ne, die einfach richtig high level sind. Das ist schon manchmal gruselig, aber das ist auch Xenoblade. Was haben wir da oben? Da können wir irgendwo entlang klettern, sehe ich. Trainer haben. Oh Gott, das winzige Ding ist der besondere Boss, okay. Er ist eh nur Stufe 50. Ich würde sagen, wir verkloppen ihn jetzt einfach auf die Schnelle. Ich glaube, die Low-Level-Fights würde ich eh nicht mehr zeigen. Und so oder so, über unsere Gems sind wir sowieso eigentlich dann so gut mit dabei. Ob sich das lohnt, ist halt auch schon wieder die Frage. Ne? Ich glaube nicht, dass das dann noch spektakulär wird. Oh, guckt ihn euch an, der Arme. Aber es gibt uns Harmoniemünzen, also her damit. Eben. Und das ist natürlich wiederum sehr schön. Schulk übrigens auf Doppelangriff plus Hass aktuell von seinen Gems gestellt, was sehr, sehr gut ist. Würde ich generell weiterempfehlen. Macht das, dass er möglichst häufig seine Monado-Art spammen kann. Gerade als Supporter ist es umso wichtiger, dass er das häufig tut. Also, dann schützt ihr euch häufiger mal mit Schild, Impuls, was weiß ich einfach, weil das viel häufiger auch triggern kann. Ne? Und das ist natürlich einiges wert. Ach, da könnte man entlang klettern. Immer nach unten. Ist das ja eigentlich auch eine besondere Stelle oder so? Duff, duff. Beinfodra. Markstein, zack. Sehr schön, wunderbar. Da haben wir auch den Schnellreisepunkt gefunden. Aber da hinten, ich sehe gerade, da geht es ja auch nochmal entlang. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Besonderes. I don't know. Wir gucken mal kurz. Das sieht so speziell aus, diese Abgrenzung. Aber da gibt es eigentlich nur eine blaue Stelle anscheinend. Okay. Gut. Hätte ja sein können, dass wir doch irgendeinen roten Gegenstand finden für später. Hm. Und für die Erkundung könnte ich mir theoretisch aber auch mal Tempo zulegen. Das ist immer so eine Sache. Ich bin eigentlich kein Freund davon, weil ich lieber in Kämpfen abgehe. Und ich meine, das Lauftempo ist schon einigermaßen okay, ne?
Nanu, da geht's auch nochmal nach unten. Ich habe nur genau da unten diese Markierung gesehen. Da ist doch noch irgendjemand und will was von uns. Schauen wir mal, dass wir seinen Wünschen entgegenkommen kommen. Außerdem ist auch eine Ätherader da. Das ist natürlich auch ganz praktisch, aber ist wahrscheinlich zu low level für uns. Wollen ja bald ins nächste Gebiet gehen. Dauert ja nicht mehr so lange. Aber heute schauen wir uns auch mal Kolonie 6 ein bisschen an. Da können wir echt schöne Sachen machen. Jetzt nur gerade so ein bisschen am Questen, das muss natürlich auch sein, das gehört natürlich auch dazu. Wenn es nicht gerade Sammelquests sind, dann mache ich die natürlich auch hier direkt, ne? Und in dem Fall hat man jetzt einen schönen, spannenden Fight vor, und dann passt das natürlich. Der Wanderer-Rastplatz ist gleich mal in Noppon. Gerugu. Hier, gerade rechtzeitig da. Gerugu hat Freund verloren. Oha, was ist denn hier los? Also. Gerugu macht sich Sorgen. Freund wollte Mampf holen, aber kam nicht zurück. So könnte er hingegangen sein. Er verirrt sich ständig. Muss dieses Mal weit, weit weggegangen sein. Hat er sich verlaufen? Gero hat schon überall gesucht, aber kein Erfolg. Bitte helf Gero, Freund zu finden. Okay, Batu sollen wir finden. Und dafür kriegen wir ein Punktgewehr. Naja gut, das wird wahrscheinlich auch wieder outdated sein. Vergleichsweise, aber sehen wir mal. Was können wir eigentlich bei dir tauschen? Glückshasen und flauschiges Fell. Ist ja nett. Moment mal. Verkaufst die Hasen und das Fell dazu. Mein Gott. Ah, brutale Andante. Tja, leider bist du Stufe 16, also mit brutal ist da glaube ich nicht mehr so viel. Das war mal. Was zum? Als ob du dem jetzt ausgewichen bist, weißt du? Oh, das ging schnell. Richtig zersäbelt. Voll fies. Keine Chance hat er gehabt, aber was erwartet man auch nur. Es war schon gemein. Oh, ich hätte vielleicht... Naja, doch, das halten wir aus. So, da unten ist unser lieber Noppon-Kollege. Den holen wir auch noch raus. Dann sind wir mit unseren Quests ja relativ weit schon bisher. Zumindest von dem, was wir so machen können. Hallo, mein Freund. Wir sind hier. Was machst du denn da unten? Batu erlebt gerade großes Abenteuer, sucht nach Essen und hat viel Spaß dabei. Gerugu sucht nach Batu, macht sich große Sorgen. Oh, Batu vergisst alles um sich herum, wenn er Spaß hat. Und plötzlich weiß Batu nicht mehr, wo er steckt. Böser Noppon macht immer nur Ärger. Batu geht jetzt heim. Ihr kommt mit. Was, wir kommen mit? Okay. Gleich kommen wir mit. Ich dachte schon, jetzt gibt's einfach einen Autoteleport oder so. Moment mal, der Wanderer-Rastplatz ist kein Schnellreisepunkt. So, ihr beiden, was ist denn los hier? Jetzt habt ihr wieder viel Freude, oder was? Gerugo, so froh, dass Batu zurück ist. Gut, dass Gerugo euch zum Hilfe gebeten hat. Gerugo, so dankbar. Ja, schön, okay. Es wäre geschafft. Wir kriegen das Punktgewehr. Und du hast auch noch eine Quest für uns. Batu möchte Geschenk für jemanden machen. Ihr wollt ihm helfen? Batu sagt euch wie. Kennt ihr schon ein geheimes Noppon-Geschenk? So, was ist denn los hier? Nein, also gut aufpassen. Brauche ein Wotra-Ei, um ein geheimes Geschenk zu machen. Brauche auch noch Pandora-Pilz. Ihr helft Batu-Batu-Pon. Batu-Batu bastelt was Schönes, wenn ihr Ei und Pilz bringt. Freunde werden sich über Geschenke sehr freuen. Klingt doch nett, jawohl. Helft ihr Batu-Batu, ja? Beides haben wir natürlich noch nicht. Stacheln 2 kriegen wir von dir, okay. Holt Wotra-Ei aus Nest von Wotras bei Markstein Sachs. Pandora-Pilz wächst in Windhöhle. Danke, Pon, ihr seid lieb. Okay, die mache ich wahrscheinlich wieder offscreen, denke ich mal. Das ist eine typische Sammelquest, da habe ich ja schon mich dazu geäußert. So. Gut, wir gehen nochmal ganz kurz ins Lager zurück, wenn wir schon dabei sind. Zeit, Dinge abzugeben, würde ich mal behaupten. Und da oben ist anscheinend auch schon unsere erste Bezugsperson. Der Ernest. Nee, oder? Das war auch nur eine einfache Kristalle und Monster war auch wieder da. Hoppla, habe ich wieder falsch gelegen? Ha, ihr seid aber auch echt leicht zu veräppeln. Vielleicht solltet ihr doch nicht jedem vertrauen. Ist nicht immer ratsam. Auch das war ein Spaß, ich habe lange nicht mehr so gelacht. Dafür gibt's auch was Kleines für euch. Uff. Hat
uns einfach voll verarscht. Was denn jetzt schon wieder? Was, ihr habt noch nicht genug? Ihr wollt noch nicht, wohl nicht kapieren, oder? Na, eine Sache gibt's, bei der ich wirklich Hilfe brauche. An der Klippe im Norden, der Kashapa-Fälle, da ist ein Grab. Wollt ihr wissen, wer da liegt? Was ist denn los? Also. Da ist das Grab von einem Freund von mir. Würdet ihr für mich Blumen dorthin legen? Ihr glaubt mir nicht, ne? Aber ich sag die Wahrheit. Echt jetzt? Ungelogen? Schon gut, ich habe euch wohl einmal zu oft angelogen. Kein Wunder, dass ihr mir nicht mehr glaubt. Was, du glaubst mir? Was ist denn das plötzlich für ein seltsames Gefühl? Ich hab doch nie ein schlechtes Gewissen. Brauchst nicht, ich bin sicher, dass du ja Gründe hattest, uns anzulügen. Dieses Mal glaube ich dir wirklich. Von den Blumen habe ich schon erzählt, ne? Die müssen aufs Grab, tut dir mal deinen Gefallen. Lege die Blumen aufs Grab. Also, glaubt ihr mir es tatsächlich? Nett von euch, aber lasst das nicht zur Gewohnheit werden. Legt die Blumen einfach drauf aufs Grab. Ist an der Klippe im Norden von den Kashapa-Fällen und gebt Acht auf Drutans. Einer von denen hat, naja, egal. Okay, cool. Der Grabstrauß. Gesprächige Gefährten. So, was haben wir denn noch alles zu erledigen? Der einsame Ernest, Lohn für deine Mühen. Das mache ich offscreen. Wir haben noch die Herausforderungen. Kann ich eigentlich auch offscreen machen, weil beides bei Ernest wird uns keine sinnvollen Herausforderungen geben, ganz im Ernst. Ist einfach Quatsch. Ich glaube, solche dann, wenn die nicht das passende Niveau haben, ist das halt auch langweilig, vergleichsweise wieder. Gehen wir zur Kolonie 6. Ich glaube, davon haben wir etwas mehr, oder? Achso, wir müssen noch zurück zur Kolonie 9. Ja, aber da habe ich auch noch... Ich muss erstmal noch andere Dinge erledigen. Gut, wir können das von Sesam noch abgeben. Aber egal. Ja, wir gehen zu Kolonie 6, habe ich beschlossen. Jetzt wird es auch wirklich höchste Zeit, Leute, dass wir das mal machen. Kolonie 6 wird jetzt ein sehr spannender Teil werden im Übrigen. Oder es kommt drauf an. Manche hassen ihn, weil er sehr zeitaufwendig ist. Andere mögen einfach die Prämisse dahinter vielleicht auch. Betreten wir einfach mal Kolonie 6. Die Tore sind jetzt nämlich endlich offen, ne? Jetzt arbeiten die Leute hier am Wiederaufbau. Und da freue ich mich schon drauf. Ganz schön lange Straße, die wir vor uns haben. Wir haben auch mehrere Harmoniegespräche. Ich weiß aber nicht, ob manche davon nicht sogar vom Aufbau abhängen. Wir müssen mal gucken. Aber da ist unser Noppon. Na? Ja, das ist Lizenz der Noppon AG, die böse Igler geklaut haben. Dasa wusste, ihr würdet helfen. Ganz großes Dankopon an euch. Dasa gibt euch Dankgeschenk für gute Arbeit. So unfassbar glücklich, kann ich mal sprechen. Genau, die haben wir irgendwann mal aufgesammelt da unten. Das ist auch schon ewig her. So, er hat auch noch Quests für uns. Hört Dasa zu, wir haben Monster, werden Lizenz bestimmt wieder klauen. Jo, das ist ein Problem. Natürlich. Alles klar. Könnt ihr helfen, Leben für Dasa sicher zu machen? Weniger Monster bedeuten weniger Gefahr, richtig? Könnt ihr Dasa nochmal helfen? Dasa gibt euch auch ein tolles Dankgeschenk, damit ihr Händlern wie Dasa helft. Ja. Okay. Dasa weiß, dass ihr das schafft. Glaubt fest an euch. Betrachtet es als erledigt. Ja. Schön. Immer jeden Mist müssen wir erledigen. Warum könnt ihr nicht mal was selbst in die Hand nehmen? So gemein. So, da sind sie jedenfalls. Mein Colony 6 sieht schon beeindruckend aus von den Mauern jetzt drumrum so. Wir werden hier noch ein wenig Spaß haben. Das Haupttor, endlich. Ist natürlich auch gleich ein Schnellreisepunkt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ein riesiger Haufen Schutt. Das ist Saron, oh. Wir wollen Kolonie 6 wieder zur alten Gans verhelfen. Alle Flüchtlinge sollen aus dem Lager in die Kolonie übersiedeln. Aber auf der Rekwell-Brücke treiben sich Monster rum. Ein Überqueren der Brücke ist derzeit nicht zu denken. Wir benötigen diese Brücke dringend. Sie ist die einzige Möglichkeit, die Leute sicher herzubringen. So wie die Lage jetzt ist, können wir die Umsiedlung vergessen. Es sei denn, ihr beseitigt die Monster auf der Brücke für uns. Das kriegen wir hin. Hab Dank, mir fällt ein Stein vom Herzen. Sichert für uns die Brücke. Wenn ihr das getan habt, sagt Chuchu im Lager Bescheid. Ich werde hier auf euch warten. Sobald alle zurück sind, können wir mit dem Aufbau beginnen. Ich zähle auf euch. Genau, betrachtet es als erledigt. Genau. Die Stadt ist vollständig vernichtet, furchtbar. Anstatt hier rumzulaufen, sollten wir mal Aufbau helfen. Gehen wir zurück. Ich kann doch gar nicht reihen, das heißt, wir müssen erst diese Quest erledigen. Ich mache das jetzt aber auch offscreen, weil das ist auch wieder Monster verfloppen. Dann mache ich den anderen Kram nämlich auch mal kurz. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, würde ich sagen. Und da werden wir wieder zurück im Lager. Ich habe meine Quest soweit abgeschlossen. Wir können nochmal mit Ernest reden. Ich habe einen Truthahn kurz angegriffen, aber der war eh low-level wieder.
Oh, ein Monster hat euch am Grab angefallen. Ich hab's gewusst. Und habt ihr den fiesen Truthahn ums Eck gebracht? Oh, ich kann euch gar nicht genug danken. Mein Freund und ich wurden mal von so einem Heini angelogen. Der meinte, dort oben sind eine Menge Kristalle zu finden. Waren aber keine dort, nur ein fieser Truthahn. Mein Freund wollte mich schützen und hat sein Leben dafür geopfert. Seitdem kann ich nicht mehr ruhig schlafen vor lauter Albträumen. Und trauen tue ich auch keine mehr. Aber ihr habt mir geglaubt, habt Blumen aufs Grab gelegt und habt auch meinen armen Freund gerecht. Danke. Das meine ich ernst. Wir danken euch. Jawohl. Hier, bitteschön. Alles klar. Grandios, Stiefel. So. Damit ist auch die Quest mit Ernest abgeschlossen. Und wir können nun zu Chuchu, da ich schon erwähnt auch die Igler erledigt habe. Und dann können die endlich alle mal hier verschwinden. Und solange wir alle Quests erledigt haben, sollte auch alles passen. Sonst sind hier, glaube ich, Dinge verpassbar. Das möchte man natürlich nicht. Ihr habt sämtlichen Monster an der Raguel-Brücke beseitigt. Endlich können alle wieder nach Kolonie 6 zurückkehren. Hab vielen, vielen Dank. Sobald wir umziehen, erübrigen sich die verbleibenden Probleme. Können wir uns auf den Weg machen? Oder wollt ihr vorher noch jemanden hier helfen? Wir können gerne noch ein Weilchen auf euch warten. Ich will mal ganz kurz nur sehen, ob ich nicht irgendwas noch verpasse wegen Tageszeiten. Wartet mal ganz kurz, Leute. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen, das immer ein bisschen zu prüfen. Einfach mal, keine Ahnung, alle 6 Stunden sollte euch reichen, dass man einfach mal durchschaltet. Okay, Chuchu ist jetzt innen, ich sehe kein neues Ausrufezeichen. Das ist ganz gut. Okay, nochmal 6 Stunden drauf. Wie gesagt, ich traue da den Frieden nicht 100%. Ich könnte ja doch sein, dass ich was verpassen könnte. Aha. Aha. Ich sag's ja, ne? Da haben wir ja doch noch eine Quest. Die würde mich sonst verloren gehen. Mit dem Ivan. Ernest ist sicher nicht ohne Grund zum Lügner geworden. Es muss etwas passiert sein, was ihn letztendlich dazu gemacht hat. Aber er spricht nie über sich selbst. Das ist das Problem. Ihr habt Ernest geholfen, seinen Freund zu rächen. Er ist euch sicher ziemlich dankbar dafür. Okay, ja. Hä? Ach, ihr seid es. Ihr kommt gerade richtig. Würdet ihr mir kurz eure Ohren leihen? Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Mein Verhalten euch gegenüber tut mir wirklich leid. Seit dem Angriff der Mekkon bin ich nicht mehr ich selbst. Ich hatte eine regelrechte Schreibblockade. Dieses Erlebnis hat sich tief in mein Gedächtnis gebrannt. Okay, yo. Aus lauter Angst bin ich mit Kindern und Greisen geflüchtet. Geralt und die anderen haben währenddessen tapfer gekämpft. Ich fühle mich so erbärmlich. So, was ist denn los? Du hast gegen die Mekkon gekämpft und uns beschützt und trotzdem vergibst du mir meine Feigheit? Danke, du glaubst nicht, wie sehr mich das erleichtert. Ich fühle mich nun irgendwie zuversichtlicher und plötzlich verspüre ich wieder den Drang, zum Stift zu greifen. Ich habe sogar schon ein paar Zeilen geschrieben. Matriona und ich haben etwas zusammen ausgearbeitet. Darf ich euch um etwas bitten? Für unser Bilderbuch benötigen wir noch Schafbären. Wir brauchen sie, um die Bilder kräftige Farben zu verleihen. Matronia hat leider keine Bären mehr vorrätig. Ich frage euch nur ungern, aber könnt ihr uns welche besorgen? Wirklich? Dein Ernst? Noch eine blöde Sammelquest obendrauf? Danke. Ja, betrachte es als erledigt. Danke dafür. Hat hier irgendwer welche auf Lager? Es hieß zwar, du hättest keine, aber okay. Irgendeiner hier hat doch bestimmt welche. Ja. Hört euch doch nur wieder nicht um. Okay, warte mal. Sie werden jetzt gerade markiert, sehe ich. Und sie sind eigentlich auch... Okay, wenn da oben immer wieder mal welche spawnen sollten, wäre das eigentlich ganz cool. So, ich bin wieder zurück. Sehen wir doch mal. Kein Zweifel, das sind echte Schafbären. Genau das Richtige. Nun muss ich nur noch die Farbe anmischen. Das sollte recht schnell gehen. Bitte habt einen Moment Geduld. Das wär's fertig und die Menge sollte ausreichen. Wer hat diese freundliche Farbe zu Matronia zu bringen? Ach, ich sollte euch wirklich nicht ständig um Gefallen bitten. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt von mir. Nun, ich schreibe dann mal weiter meiner Geschichte. Ivans Sachen. So, bitteschön. Vor allem, sie steht 2 Meter... Okay, ein bisschen mehr. 3 Meter von ihr entfernt. Weißt du, könnt ihr die Dinge zu Matronia bringen? Oh, ich habe jetzt keinen Bock, die paar Meter zu laufen. Und wenn ihr schon dabei seid, bringt mir doch noch ein kühles Bier, okay? Ha? Ihr habt etwas für mich. Einen Brief und die Farbe von Ivan. Danke, die Farbe werde ich brauchen. Ivan ist wirklich eine sehr aufmerksame Person. Ich hatte ja meine Bedenken, aber er ist wirklich in Ordnung. Ich werde alles geben, um mit ihm ein tolles Bilderbuch zu machen. Wenn es fertig ist, sollen alle es lesen, nicht nur Parma. Das sage ich mir in letzter Zeit dauernd. So motiviere ich mich, noch härter daran zu arbeiten. Bitte richtet Ivan meinen Dank aus. Der steht verdammt nochmal neben dir, Mann. Ah, da ist Ivan. Siehst du nicht? Okay, vielleicht ist sie blind, keine Ahnung. Wirklich, Matronia hat sich gefreut.
Und auch ich habe zu danken. Dank eurer Hilfe kann ich wieder positiv in die Zukunft blicken. War es eine Ehre zu helfen. Nur euch ist es zu verdanken, dass ich wieder schreiben kann. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Bitte nehmt dies hier als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Mission erfüllt. Schön. So, haben wir dann wirklich mal alles erledigt? Das ist ja jetzt auch Nee, es ist einfach nur dunkel hier drin generell. Oh nein, come on. Was? Du hast auch noch eine Quest für mich? Hey, es gibt Neuigkeiten. Das Bilderbuch für Parma ist fast fertig. Es ist noch nicht perfekt, aber seht es euch schon mal an. Die Geschichte geht ungefähr so. Ein Flussgeist gewährt dem einsamen jungen Parma einen Wunsch. Okay, hier. Flussgeist, wo bist du? Hilfe, Parma trinkt, Hilfe! Okay, hier. Parma? Meinte, es sei gefährlich, weil er allein zum Fluss gehen könnte, jetzt wo er es sagt, stimmt. Dann zeichne ich statt des Flusses einen ungefährlichen Ort, aber dafür brauche ich einen Teichtropfen. Teichtropfen ergeben eine Farbe, die nicht mit anderen zerfließt. Hier in der Gegend sind sie sehr selten, aber vielleicht findet ihr einen beim Seraquel. Schön, ne? Oh, wenn es mir nur endlich besser ginge. Ich brauche Medizin, um mich wieder ein paar Mal kümmern zu können. Ah, darum sehe ich jetzt Ada. Alles in Ordnung, passt auf euch auf, ja? Was zum... Ist wirklich eine tolle Idee, Parma ein Bilderbuch zu stecken. Ich bin so besorgt um ihn, weil er mit niemandem mehr reden will. Ach, könnte ich doch nur mehr Zeit mit ihm verbringen, aber meine Gesundheit spielt da einfach nicht mit. Mir geht es täglich schlechter. Daher brauche ich nichts weiter als ein Heilkraut. Ich doch nur nicht meine Medizin verloren. Okay, cool. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Doch mehr Quests als gedacht, wie? Bis gleich. So, und wieder zurück. Sehen wir doch mal. Das Heilkraut habe ich, das andere auch. Ist das etwa ein Heilkraut? Habt ihr das für mich besorgt? Ihr meint, es ist gefährlich, Parma allein zum Fluss gehen zu lassen? Ich werde ihm sagen, dass er in der Nähe des Lagers bleiben soll. Scheint, macht ihr euch wirklich Sorgen um ihn. War schon in Ordnung, ich werde gut auf ihn aufpassen. Tronja und Ivan haben für Parma ein Bilderbuch gemacht. Die beiden scheinen sich gut zu verstehen, sie sind gute Kinder. Tronja hat sich die ganze Zeit große Sorgen um Parma gemacht, aber jetzt passe ich auf ihn auf. Sagt ihr das ruhig. Achso, das war, glaube ich, ein alternativer Missionsausgang, sogar, dass ich das Heilkraut geholt habe. Oh. Na gut, okay. Jetzt ist natürlich, die anderen sind schon wieder nicht mehr da, weißt du? Jetzt kann ich erstmal die Zeit wieder zurückstellen. Weil die denken einfach, sie müssten sich spontan verkrümeln. Ah ja. Moment, hier. Nee. Bitte, was hat Ada gesagt? Nun, dagegen gibt es nichts einzuwenden. Ich bin froh, dass das alles ein gutes Ende genommen hat. Bitte bringt Parma das fertiggestellte Bilderbuch. Er wird sich sicher darüber freuen. Ich hoffe, die beiden werden das Buch gemeinsam lesen. Wenn es ihnen ein Lächeln schenkt, bin ich zufrieden. Okay, also es war eine Möglichkeit, weil ich habe das andere jetzt auch aufgesammelt, aber ist ja dann egal. Moment mal, wo zum... Da unten. Ah ja, hier. Hä? Was wollt ihr? Ist Buch mit Bildern geschenkt für Parma von Matronja und Ivan? Danke, Pon. Parma wird Buch hüten wie Schatz. Oma Pon Ada kann vorlesen. Alle sind so nett zu Parma. Mission erfüllt. So, du hast Adas Heilmittel übergeben. Parma wird nicht mehr allein zum Fluss gehen. Das andere wäre irgendwie die billigere Lösung dann gewesen quasi, weil da hätten wir sie nicht geheilt. Ja, ich glaube, wir sind jetzt wirklich fertig. Endlich mal. Ihr habt sämtliche Monster in der Raquelbrücke beseitigt. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Können wir uns auf den Weg machen? Ja, ihr sollt euch auf den Weg machen. Auf geht's. Prima, dann kann's ja losgehen. Wir werden sicher Hilfe beim Aufbau von Colony 6 benötigen. Endlich. Colony 6 kann aufgebaut werden. Geht das jetzt automatisch hin? Ja, in der Tat. Ah ja, wir kriegen EP und TEP-Gems. Das ist ziemlich cool. So, da ist also die Wiederaufbauzentrale hier. Oh mein Gott, jetzt seht ihr mal Colony 6 von innen. Sieht ein bisschen sehr kaputt aus. Was auch immer die MacCorn gemacht haben. Es ist ein bisschen sehr crazy. Mein Gott, ihr habt wirklich alles im Erdboden gleich gemacht. Aber nun gut, wir haben Quests, die wollen wir natürlich annehmen. Olga ist immer so nett zu mir. Meint ihr, das liegt daran, dass sie auch einsam ist?
Ja. Psst, übrigens, Nikita und Kiroki sind los, um die Monster in der Mine zu erlegen. Und wer hat sie dorthin geschickt? Ich natürlich. Gute Idee, oder jetzt ist die Kolonie sicher. Oh Gott. Nikita! Werd schon mal vorgehen. Husch, husch, sonst fressen dich die Monster. Warte, Kiroki, lass mich nicht alleine. Hey, du heißt Nikita. Du bist also einfach eine fette Rakete, okay? Monster könnten sich ernsthaft verletzen, aber sie haben... was? Die Noppon, wenn dann. Sie haben mir gesagt, dass sie die Monster mit links besiegen. Wenn ihr etwas zustößt, werden sie mir die Schuld geben. Durchstoßresistenz, okay. Na gut. Alles klar, Chuchu, wo bist du? Da ist Chuchu. Mit dir will ich eigentlich reden. Endlich können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. Leider sind die Zerstörungen schlimmer als vermutet. Zumindest dieses Gebäude steht noch, also halbwegs zumindest. Wir können es als Hauptquartier verwenden. Ohne Hilfe werden wir nicht sonderlich schnell vorankommen. Wollt ihr uns vielleicht etwas unter die Arme greifen? Wir benötigen Materialien, Sammelitems und Geld. Osaron hat mir die Leitung des Wiederaufbaus übertragen. Wenn ihr helfen wollt, sprecht also am besten direkt mit mir. Yes, jetzt geht's los, Leute. Fördere die verschiedenen Sektoren von Kolonie 6. Wohnhäuser schaffen neuen Wohnraum für mehr Einwohner. Wirtschaft lässt neue Geschäfte öffnen. Natur lässt den Rang der Kristalle in der Zentralgrube ansteigen. Spezielle Orte steigern stark die Aufbaustufe, lassen mehr Sammelitems erscheinen. Überprüfe den Aufbau von Kolonie 6 im Missionsbuch. Wunderschön, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt können wir hier tatsächlich was aufbauen. Wiederaufbau. Ja, da haben wir schon einiges zusammen. Muss man natürlich auch einiges zusammen farmen. Aber das sind dann ganz gute Sachen fürs nächste Mal auf jeden Fall. Erstmal die Wohnhäuser, das können wir ja auch direkt machen. Tada! Die ersten Wohnhäuser stehen. Wohnhäuser um eine Stufe gestiegen. Es wurden 3 Häuser gebaut. Yes! So, das andere wird ein bisschen dauern. Ich muss mal gucken, was wir überhaupt so zusammenkriegen können. Also Natur definitiv, das hier auch definitiv, Wirtschaft bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wäre natürlich super. Machen wir alles beim nächsten Mal, würde ich fast sagen dann. Ha, wie schön. Das ist doch schon mal ordentlich, würde ich mal sagen. Ne? So ein paar Wohnhäuser. Da sieht es doch schon gleich ganz anders aus. Das können wir jetzt alles mit der Zeit einfach aufbauen. Wird noch einiges dazukommen natürlich. Das ist schon ganz schön. Oh, hier ist noch gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob es noch großartig Questgeber jetzt gibt, aber auf jeden Fall müssen wir noch einiges erledigen. Das sollte klar sein. Ja, ich farm noch einiges zusammen. Aber ich würde noch ganz gerne die Schleuse heute unterbringen, also wir gehen jetzt noch ganz kurz zumindest zum Sumpf hier und geben ganz kurz das hier ab bei den steineren Schwestern, weil ich habe alles zusammengetragen. Das machen wir einfach kurz. Dann können wir beim nächsten Mal einige andere Dinge ausbauen und hier nach oben gehen nämlich, ja. Das wird cool, da freue ich mich drauf. Aber den hier machen wir noch. Ich habe alles dabei. Der Satorl-Wächter. Ja, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt so einfach sein, nicht umzuboxen, was? Sehr schön, daneben. Also für den Chain Attack wäre das natürlich wieder ein toller Angriff, den nochmal. So, machen wir mal so weiter. Würde ich sagen. Komm schon, bitte verlängern. Oh, so schade. Wisst ihr, weil ich kann mit Neutral halt dann direkt zu Dunban Special noch greifen. Das wäre so cool einfach.
so bedauerlich, wenn du das nicht drin hast dann. Das ist immer so schade. Ist halt an sich eigentlich die beste Kombo, die du raushauen kannst bei dem Team an sich. So, sehr schön. Damit erscheinen die Treppen. Und wir haben den Weg nach oben offen. Das wollte ich auf jeden Fall noch kurz machen. Das ging ja jetzt doch ziemlich schnell. Ich dachte irgendwie, der wäre tougher. Aber, tja, umso angenehmer. Wir sehen uns beim nächsten Part, wo wir Kolonie 6 noch ein bisschen ausbauen und dann ab ins nächste Gebiet, Leute. Seid gespannt, wie es aussieht. Bis bald.